Immer wieder Schmierereien am Büro von Jörg Warnke. Dann der Versuch, sein Fenster einzuschlagen. Das kostet Geld und Nerven. Eine Todesdrohung, weil sich Jörg Warnke seit Jahren gegen Nazis engagiert. Warum macht er das? Als ich abends aus meinem Büro, es muss so zur Jahreswende 2008, 2009 gewesen sein, rausging und dort am Marktplatz zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe, dass dort Nazis standen mit Fackeln und die dann singend, irgendein Nazi-Lied singend, vom Marktplatz marschiert sind. Und da muss ich sagen, war ich fassungslos. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Also da weiß ich nicht, also, ob ich da bisher auf einem anderen Stern bisher gewohnt habe, aber das habe ich so weit noch nicht erlebt. Am Rand der kleinen Stadt. Jörg Warnkes privates Idyll. Es ist Juni 2012. 8 Monate werden wir ihn und seine Lebensgefährtin begleiten. Wir wollen wissen, was jemandem passieren kann, der sich weigert, Nazi-Schmierereien hinzunehmen. Der hinguckt, wo andere lieber wegschauen. Was ist los in seiner Stadt? Übrigens auch ein Spruch, der nicht das erste Mal in Zossen geschmiert wurde. Der war auch schon an Häuserwänden zu lesen. Zossen bleibt braun. Also das ist dieser Anspruch zu sagen, wir sind hier die Platzhirsche in der Stadt. Wir beherrschen hier die Straße. Petra Reinhardt und Jörg Warnke gehören zur Bürgerinitiative Zossen zeigt Gesicht. In ihrer Stadt wollen sie sich gegen Rechtsradikalismus, Ausländerfeindlichkeit, Gewalt wehren. Damit machen sie sich nicht nur Freunde. Es gab Situationen, zum Beispiel, als wir damals das Fußballspiel angesehen hatten, vor 2 Jahren, im Eberg in Zossen. Und da wurde er auch angegriffen, also erstmal verbal. Es sah aber auch dann so aus, als wollte derjenige zuschlagen. Aber ich habe mich dann so dazwischen gestellt und hatte gehofft, naja, das wird er wohl nicht schlagen. Aber es war dann aber genau diese Situation? Genau, und dann haben wir Bescheid gegeben in unserer Bürgerinitiative und die kamen auch alle und haben uns unterstützt. Also sind dann nicht weggegangen von diesem Fußballspiel, sondern sind dann eben gekommen und haben dann eben sich in unserem Umfeld hingesetzt und dann eben letztendlich dafür gesorgt, dass man keine Angst haben braucht. Rückblick, Januar 2010. Das neu gegründete Haus der Demokratie brennt. Petra Reinhardt ist als Erste da, filmt. Dabei lernt sie Jörg kennen, den Sprecher der Bürgerinitiative gegen Rechts. Und zwar schon in der Nacht bewusst, wenn es tatsächlich durch Rechtsextremisten angesteckt wurde, was sicherlich der eine oder andere auch leise geahnt hat, dass das dann also wirklich zu schwierigen Situationen und zu schwierigen Verhältnissen hier in Zossen führen würde. Es ist Winter. Die Wasserhydranten sind zugefroren. Die Feuerwehr kann nicht löschen. Noch kennt keiner die Ursachen des Brandes. Die Polizei findet später 2 Brandherde. Das heißt Brandstiftung. Der Verdacht fällt auf junge Neonazis. Ja, ich filme es aber jetzt schon die ganze Zeit. Nach einer halben Stunde fangen die an zu spritzen. Das ist unglaublich. Inzwischen ist das Haus zur Hälfte abgebrannt. Ja, das ist unglaublich. Da war ich eigentlich noch gar nicht wirklich aktiv. Also aber die Familie, bei der ich eben wohnte, war schon sehr aktiv in der Bürgerinitiative. Und als ich vor dem brennenden Haus stand, da war mir klar, also ab jetzt mache ich damit. Also man kann nicht mehr nichts tun. Auch das Nichtstun ist ja auch irgendwo ein Tun. Jörg und Petra merken sofort, dass sie sich gut verstehen. Ich hatte Ausschau gehalten nach jemandem mit Handschuhen. Ich hatte nämlich keine Handschuhe an und habe ja gefilmt. Und meine Hände sind fast erfroren. Und auf einmal sah ich einen Mann mit Handschuhen.
und habe gesagt, oh, Sie haben Handschuhe, darf ich Ihre Handschuhe haben? Und Jörg hat sofort gesagt, ja, selbstverständlich, und hat sie sofort ausgezogen. Gut, und da habe ich dann auch gedacht, Mensch, ein netter Mann, der mir sofort seine Handschuhe gibt. September 2012. Wieder filmt Petra Reinhardt, dieses Mal vor dem Landgericht Potsdam. Der Anstifter des Brandanschlags ist Anführer der mittlerweile verbotenen Freien Kräfte Teltow Fleming. Er wird rechtskräftig zu 3 Jahren und 8 Monaten verurteilt und sitzt heute im Gefängnis. Jörg Warnke hat Außentermine. Als Versicherungsvertreter ist er viel unterwegs. In der kleinen Stadt Zossen kennt jeder jeden. Eigentlich ein Paradies für einen Versicherungsvertreter. Aber Jörg Warnke steckt viel Zeit in die Arbeit gegen rechts. Und nicht alle verstehen das. Aufgrund dieses Engagements, muss man ganz klar sagen, also haben sich auch Kunden von mir abgewandt geschäftlich. Mit der Begründung, dass ihnen mein Engagement in der Stadt Zossen nicht gefällt. Und andererseits waren natürlich dann manche dann noch verständlicherweise mit der Qualität meiner Arbeit nicht mehr zufrieden. Plötzlich ein Anruf. Oh Mist. Mit der Nachricht, dass die NPD gegen Asylbewerber demonstriert. Jörg will dahin. Die Arbeit muss warten. Die Demonstranten der NPD sind irgendwo da hinten. Die Polizei ist vorsichtig, aber wir können durch. Etwa 1200 Rechtsradikale soll es in Brandenburg geben, schätzt der Verfassungsschutz. Seid ihr ja ein armseliger Haufen heute hier. Ja, keine 10 Leute, wa? 9. Einige der Demonstranten kennt Jörg Warnke. 17 Abgeordnete der NPD sitzen in den Kommunalparlamenten in Brandenburg. Das ist eine Abgeordnete der NPD, die früher in der DVU war und jetzt in Teltow Fleming im Kreistag sitzt. Und jetzt für die NPD die Frau Redelhammer-Rabak. Also in Ihrem Landkreis? In unserem Landkreis, Teltow Fleming, genau. Ja. Dass unsere Kinder eines Tages nicht mehr von der Frauenkirche oder dem Kölner Dom beglückt werden, sondern alle Orten von Moscheen mit riesengroßen Minaretten. Das ist hier in einem abendländischen Land, in einem europäisch geprägten Land, nicht notwendig. Ich beende hiermit unsere Kundgebung hier unter dem Motto Einmal Deutschland und zurück. Am Abend, das Haus am Waldrand. Jörg und Petra haben Feierabend. Ein Moment der gemeinsamen Ruhe. Sie wollen nicht immer nur an die Gefahr von rechts denken. Sie wollen auch mal entspannt leben, wie alle anderen auch. Bring es deinem König. Am 9. Oktober um 2 Uhr in der Nacht schlafen die beiden. Dann passiert es. Plötzlich reißt ein Riesenkrach die beiden aus dem Schlaf. Ein Anschlag auf ihr Haus. Nach dem ersten Erschrecken filmt Petra Reinhardt den Tatort. Jörg Warnke sucht zu der Zeit draußen nach den Tätern. Vergeblich. Für die beiden ist klar, es ist ein Anschlag von Neonazis. 500 gewaltbereite Rechtsradikale gibt es in Brandenburg, das in der Statistik rechter Straftaten weit oben steht. Am nächsten Morgen filmt Jörg Warnke. Ja, so sieht's jetzt aus nach der Nacht von Sonnabend zum Sonntag. Also so gegen 2 Uhr hat es, als wir schliefen, zweimal kräftig geknallt. Einmal hat man offensichtlich hier den Briefkasten abgesprengt. Und das ganze Vorderteil dort abgerissen mit einem Böller.
Und als zweites wurde hier die Scheibe beschädigt, wo wir uns noch nicht ganz sicher sind, wodurch. Ob das jetzt nun ein starker Hammerschlag war oder vielleicht sogar ein Schuss, sind wir uns nicht ganz schlüssig. Weil wir haben hier im ganzen Umfeld nichts gefunden, was irgendwie auf einen Stein oder dergleichen hindeutet. Auch wenn es so ist, dass ich natürlich erstmal Angst hatte, gerade heute Nacht, auch mir vorgestellt habe, dass vielleicht meine kleine Tochter mit hier gewesen wäre, ist es jetzt wieder so, dass wir sagen, vielleicht nicht trotz alledem jetzt weiter, aber auf jeden Fall so, dass wir uns nicht in irgendeiner Weise einschüchtern lassen oder beeinflussen lassen. So bedrohlich nahe waren die Nazis noch nie. Die Polizei hat eine Belohnung auf die Ergreifung der Täter ausgesetzt. Bislang erfolglos. Im Prinzip hier auf diesen Rahmen aufsetzen. Provisorische Sicherheit für die nächste Nacht. Und ein Bericht von dem Positiven, was es auch noch gab. Was besonders war, war eben die Reaktion des Nachbarn, muss ich so sagen. Also das bin ich heute immer noch total berührt. Aller Nachbarn. Ja, eigentlich aller Nachbarn, aber unseres direkten Nachbarn unmittelbar. Ja. Der eben unmittelbar, nachdem hier diese Explosionen waren, eben oben am Badfenster sich zeigte und sofort sagt, ich bin sofort drüben, ich komme rüber. Also das war so, so ein Zusammenrücken. Also in der Nacht schon war spürbar, dass die Nachbarn sich nicht abwenden. Was man ja vielleicht auch hätte nachvollziehen können, ja, dass sie sagen, wo werde ich denn hier mit reingezogen? Ja. Das Echo in der regionalen Presse ist groß. Allerdings nicht so, wie Petra und Jörg sich das vorgestellt haben. Die Bürgermeisterin bedauert zwar die Sachbeschädigung, wie sie jede solche Tat bedauere, aber Petra zitiert aus der Zeitung weiter. Allerdings rechtfertige dieser Vorfall nicht, dass durch den Sprecher der Initiative die Stadt zum wiederholten Mal in der Öffentlichkeit bewusst als Hort des Rechtsextremismus dargestellt werde. Und auch jetzt haben wir den Eindruck, dass es eigentlich immer darum geht, zu relativieren, klein zu reden, teilweise sogar zu leugnen, dass hier in Zossen ein Problem mit dem Rechtsextremismus besteht. Und wir werden immer wieder in diese Rolle gebracht, dass wir diejenigen sind, die hier stören. Die Zeitung zitiert Michaela Schreiber, seit 9 Jahren Bürgermeisterin von Zossen. Sie ist die Vertreterin einer lokalen Wählerinitiative. Wir wollen sie direkt fragen, was sagt sie zum Thema Rechtsradikalismus in ihrer Stadt? Wir treffen sie am Rande einer Veranstaltung. Zossen war ja in den letzten, man kann ja schon sagen, fast 2-3 Jahren häufiger in der Presse. Wie empfinden Sie das eigentlich? Worauf spielen Sie jetzt? Also wir sind andauernd in der Presse zu ganz unterschiedlichen Themen. Nein, ich meinte jetzt in Bezug auf rechtsradikale Aktivitäten. Die Frage verstehe ich trotzdem immer noch nicht, weil um Empfindung geht es in meinem Job ja an der Stelle um subjektives Empfinden meiner Person ja eher weniger, oder? Ja, aber als Bürgermeisterin vertreten Sie ja diese Stadt. Also wir haben in unserer Stadt eine ziemlich gute Öffentlichkeitsarbeit, würde ich mal ganz frech so behaupten. Wir haben einen sehr guten, intensiven Internetauftritt und jeder kann dort nachlesen, was hier die aktuellen Themen auch gerade sind und auch was die Stadt und die Bürger dieser Stadt zum Thema Kampf gegen Rechtsextremismus unternehmen. Haben Sie denn hier in Zossen Ihrer Meinung nach ein Problem mit dem Rechtsradikalismus? Das Thema ist ja überall, in jeder Stadt, in jeder Gemeinde in unserer Bundesrepublik immer wieder ein Thema. Und das gehört zu unserer Geschichte. Und das gehört auch dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Und genau in dem Umfang tun wir das ja auch. Sie antworten immer sehr allgemein. Ich fasse jetzt. Finde ich nicht. Am Abend versammeln sich Bürger vor dem evangelischen Gemeindehaus. Auch die evangelische Kirche in Zossen ist aktiv gegen rechts. Hallo, hallo. Sie alle wollen Jörg und Petra nach dem Anschlag nicht alleine lassen. Solidarität zeigen. Zeigen, dass man füreinander da ist.
Darum geht es. War doch schon ganz schön stressig, sage ich jetzt mal so. Sie wollen reden. Wie soll es weitergehen in Zossen? Es sind viele gekommen, auch aus den umliegenden Ortschaften. Die Bürgermeisterin kommt nicht. In Zossen hat's gekracht. Die Medien geben sich die Klinke in die Hand. Das Fernsehen kommt, der Rundfunk kommt, die Presse kommt. Es ist eine Sensationsberichterstattung. Nicht böse sein, Jörg. Wenn wir hier mit den Mühen der Ebene zu tun haben, dann interessiert das die Medien genauso wenig, als würde in China ein Sackreis umfallen. Es ist eigentlich nichts Neues. Das Schlimme ist, dass es immer wie in Wellen auftaucht. Dann wird es wieder ruhig geredet, dann ist zweier Ruhe, dann taucht es wieder auf. Und was ganz wichtig für mich ist, Aufklärung. Und ich stelle für mich selber fest, ich finde es erschreckend, wie viele junge Leute mit Thor-Steiner-Klamotten rumlaufen. Ich meine, wie blauäugig muss man sein, wenn man diese Schmierereien sieht und dann Steine gegen die Fenster oder gegen die Tür. Ich bin ganz ehrlich, es ist erst Oktober, ich lasse wieder die Jalousien runter. Mhm. Ja? Viel wichtiger ist eigentlich, dass wir lernen, auch damit umzugehen. Das heißt ja nicht umsonst die Sicht zeigen, weil gerade jetzt müssen wir zusammenstehen. Wir haben, und mehrere haben ja mit dir telefoniert, haben euch Quartier und sonst was angeboten. Aber wir müssen auch nach außen. Wir müssen in dieser Stadt, wir müssen die Leute wachrütteln und müssen sagen, bewegt euren Arsch mit uns gemeinsam. Es ist November. Jörgs Tochter Tara ist da. Die 10-Jährige lebt im Wechsel bei ihrer Mutter und bei Jörg und Petra. Deine Gitarre und so steht alles da hinten drin. Ja. Gut, okay. Na gut, dann anziehen und dann los. Jörg fährt sie morgens in die Schule, vorsichtshalber. Auch wenn er nicht an eine konkrete Gefahr glaubt, achtet er auf seine kleine Tochter. Na dann bis gleich, Patty, wach. Petra hat auch zwei Kinder, beide sind erwachsen. Petra stammt ursprünglich aus Karlsruhe und lebt jetzt gerne in Zossen. Noch eine Stunde, dann geht es los. Zusammen mit Jörg. Erst in das Büro und später in den Nachbarort. Dort hat sich eine Initiative gegen rechts gegründet. Jörg und Petra wollen die unterstützen. 6 Wochen ist der Anschlag auf ihr Haus her. Haben Sie einmal daran gedacht, Zossen zu verlassen? Ich habe noch von niemandem die Stimme gehört oder die Äußerung gehört, dass Sie deswegen jetzt darüber nachdenken, hier wegzuziehen oder wegzugehen. Also das ist, glaube ich, also untereinander also eine ziemliche Solidarität. Ja, obwohl natürlich so unsere oder meine Kinder schon auch sagen, könnt ihr da nicht wegziehen. Aber das kommt natürlich nicht in Frage. Die erste Aktion der neuen Initiative? Es gibt ein Konzert gegen rechts. Jugendliche haben das organisiert, mit Unterstützung ihrer Schule. Gegen rechts heißt auch für Toleranz und für ein buntes Barhut. Das Konzert findet statt unter Polizeischutz. Die Schuldirektorin? Wir haben jetzt die Information bekommen, dass am Bahnhof sich offensichtlich Rechte sammeln. Und ich habe jetzt schon mal der Polizei Bescheid gesagt, dass da nichts eskaliert. Wir wissen auch nicht, was da passiert, wenn angemeldet ist nichts. Da hatte ich mich gestern noch mal erkundigt. Mal sehen. Jörg zusammen mit Eltern, deren Kinder das Konzert organisiert haben. Die Eltern sind stolz, machen sich aber auch Sorgen. So was finden wir bei uns in Barhut im Briefkasten, seitdem es die Ankündigung des Konzertes gibt. Was ich auch besonders übel finde, dass sie die Kinder nennen, die richtig, das mitorganisieren, genau so mit ist Namen. Ja, richtig, hier steht's. 15-jährige ja. Kinder, die richtig. Wirklich engagiert ja. sind, aber ja. dass sie dann so bekannt gemacht werden mit Namen. Naja, das ist aber hat eine Systematik. Ja, das ist halt einschüchtern, aber ich glaube nicht, dass sich da jemand von einschüchtern lässt. Ich sehe da nicht so ein Problem, aber man sieht ganz eindeutig eine Systematik und ein Handwerk dahinter, wie man einschüchtern möchte. Ich habe gerade einen Anruf von der Polizei bekommen, die sind am Bahnhof vorbeigefahren. Entwarnung, die scheinen sich noch nicht zu sammeln. Ein bekannter Rechter läuft hier durch Barhut, aber was da passiert, wissen wir nicht. Jedenfalls ist kein EV. Rund 18.000 Einwohner leben in Zossen. Knapp 50 Kilometer südlich von Berlin.
Die NPD ist hier mit dem Versuch gescheitert, in den Stadtrat einzuziehen. Aber immer wieder tauchen Hakenkreuz-Schmierereien auf und Nazi-Parolen. Jörg und Petra dokumentieren die Schmierereien jedes Mal. Täter sind noch nie gefasst worden. Die Stadt tut zu wenig dagegen, finden Jörg und Petra und die Mitglieder ihrer Bürgerinitiative. Sie übersprühen die Hakenkreuze, sobald sie sie entdecken. Habt ihr nicht der Polizei gesagt, dass wir das übersprühen heute? Die Polizei weiß Bescheid. Jans, da ist ja ganz fett zu sehen noch. Die Roten gehen weg, wa? Damit. Ja, Roten ist besser weg. Guck mal, hier ist noch ein dickes, fettes Rotes. Schwarz wir könnten so einen Davidstern drüber machen. Wie wär's mit dem Davidstern? Ja. Die wirklich glauben ja, das ist scheiße, Symbole zu spüren. November 2012. Seit dem Anschlag sind 8 Wochen vergangen. Jörg und Petra sind vorsichtiger geworden. Also die ersten Wochen waren schon schlimm. Mhm. Man kam an, hat sofort daran gedacht, hat erstmal den Hund ins Haus gelassen, um zu gucken, ob auch alles okay ist. Man ist oft aufgewacht in der Nacht und hat gehorcht, ob irgendein Geräusch da ist, das man so nicht zuordnen kann. Also für mich zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, ich habe da eine Gardine jetzt vor dem Fenster. Und diese Gardine, wenn ich die zuziehe, ist es sofort ein anderes Gefühl hier drin. Da weiß ich jetzt, ich kann nicht von außen beobachtet werden und finde es einerseits schade, dass es so sein muss jetzt, aber andererseits. Ja, aber man muss sich darüber bewusst sein, wenn man sich da reinbegibt in so ein Engagement. Ja. Das verändert das Leben. Das verändert, auch in so einer Hinsicht, ganz klar. Der türkische Imbiss auf dem Marktplatz in Zossen. Ein Treffpunkt für viele. Auch die Initiative Zossen zeigt Gesicht tagt hier regelmäßig, um ein Zeichen gegen Ausländerfeindlichkeit zu setzen. Und wir haben den Tag vorher nochmal Bescheid sagen und dann sind wir wieder hier mit der Frau. Eron Çaçan ist mit einer Deutschen verheiratet und hat 5 Kinder. Er fühlt sich sicher in Zossen. Ein paar Tage später ist alles anders. Jörg und Petra sind wieder da. Sie haben gehört, dass es Erol Çaçan übel ergangen ist. Ein ausländerfeindlicher Akt. Ja, danke schön. Çaçan lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Sowas ist ihm noch nie passiert. Ich habe 2 Kisten Gurken auf meine Hand gehabt, vom Kofferraum raus. Er hat meine Dreck auf meinen Mund geschlagen, also meine Dings geplattet. Ich habe auch Bilder, Nachweis, alle da. Und 2, 3 Faust auch hintereinander. Und ich habe wie Sorge geblüht. Ich habe mein ganzes Hemd und Dings. Und dann, ich habe auch ein paar Zeugen, haben sie gesehen. Reißt er sein Dings ab, seine T-Shirt mit Jacke, ganz nackig, das macht er selber kaputt. Und brüllt auf der Straße, geht, hallo, 20, 30 Stücke schlagen mich, die haben Messer, bla bla. Das war, bei der Polizei habe ich meinen Mund schon sauber gemacht. Meine, also, die haben mir Serviette gegeben, alle, ich habe mich erstmal mit Papier, mit kaltem Wasser, das ist danach. Also bei Bildern, bei Polizei sind alles geblutet hier, ich habe auch Hand, alles geblutet und so. Wenn ich das hier sehe, was hier entstanden ist in den letzten Jahren, ist das ja der Mittelpunkt geworden am Marktplatz, der belebteste Punkt eigentlich auch am Marktplatz. Und ich bin total erschüttert, dass dann also hier so ein Hass entgegengebracht wird und so eine Verachtung entgegenschlägt. Ja, da muss man was gegen tun. Hallo.
Demonstrativ trifft sich die Bürgerinitiative Zossen zeigt Gesicht bei Erol Çatçan. Alle sind sich bewusst, dass jeder ein Risiko eingeht, der sein Gesicht zeigt. 15 Mitglieder haben sie. 15 Mitglieder, das finden sie, sind zu wenig für eine Stadt von 18.000 Einwohnern. Rein geht ins Rathaus, wir müssen. Auch Gedenksteine werden, vermutlich von Neonazis, immer wieder beschmiert. Peter, Jörg und ihre Mitstreiter wollen die Gedenksteine sauber halten. Die Gedenksteine, das sind 9 sogenannte Stolpersteine, die an jüdische Mitbürger erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet wurden und vorher in Zossen lebten. Ihre Namen und ihre Schicksale sollen nicht vergessen werden. Die Ratsversammlung hat beschlossen, es soll ein weiterer Stolperstein verlegt werden. Die Bürgerinitiative hatte den Antrag gestellt. Erinnert werden soll an Paul Dahlen, der hier wohnte, einen Juristen, der 1941 im KZ ermordet wurde. Es sind Abgeordnete der Zossener Ratsversammlung gekommen und die Bürgermeisterin. Es spricht Carsten Preuß, Mitglied der Bürgerinitiative und Chef der SPD-Linksfraktion im Stadtrat. Dass der Angriff auf einen unserer Mitbürger immer auch ein Angriff auf uns alle ist. Die Entwicklungen der jüngsten Zeit, leider auch in Zossen, zeigen, dass wir nicht aufhören dürfen, unsere freiheitlichen demokratischen Werte offensiv zu proklamieren und zu verteidigen. Es ist ein Gedenken, das gleichzeitig eine Mahnung für die Gegenwart ist. Januar 2013. Der Alltag ist wieder eingekehrt. Aber den Anschlag auf ihr Haus haben Petra und Jörg nicht vergessen. In seiner kleinen Stadt fühlen sich einige gestört von Jörg Warnke, weil er unbequem ist. Er soll Ruhe geben. Aber andere bewundern ihn für seinen Mut, für das Risiko, das er eingeht. Ich will weder der Held noch der Buhmann sein. Der Held deshalb nicht, weil man dann vielleicht ja zu, wenn man in so eine Rolle schnüpft, zu irrationalen Handlungen neigt. Ich habe mir immer wieder vorgenommen, nur so weit in mein Engagement zu gehen, dass ich auch weiß, hinter mir stehen Leute, neben mir stehen Leute. Also ich habe kein Interesse da, mich so weit vorzuwagen. Und der Buhmann ist ja eine ganz schlimme Rolle in so einer kleinen Stadt. Also wer soll darauf Lust haben? Darauf habe ich keine Lust, also der Buhmann zu sein. Ist denn Jörg für dich ein Held? Auf jeden Fall. Ja, das ist er. Mit seinen Schwächen. Aber natürlich auch Helden haben Schwächen.